Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Knallhart ausprobiert, in der wir gemeinsam die Produkte von Pomelo und Co. ausprobieren werden und sie im Direktvergleich gegen schnödes Kokosöl antreten lassen. Wer wird wohl gewinnen? Also ich zumindest bin gespannt. Das goldene Paket ist angekommen. Mit der neuen Haarmaske. Und golden deshalb, wenn man sich einfach mal die Preise reinziehen muss. Ja, ich bin auf diesen Instagram-Hype reingefallen. Ich habe dafür aber diese Pomelo und Co. Haarmaske auch mit so einem Rabattcode von Instagram bekommen. Das war also ein bisschen billiger. Trotzdem ist das halt immer noch, man kann es nicht anders sagen, schweineteuer, ne? Für das, was drin ist. Aber zu den Inhaltsstoffen komme ich gleich. Ich habe es nämlich noch ein bisschen teurer gemacht. Ich habe nämlich so ein Set bestellt, zusammen mit diesem Vanilla-Elixier. Und zu den Inhaltsstoffen sage ich dann auch gleich noch was. Das Witzige ist, dass hier irgendwie überhaupt gar keine Rechnung drin ist. Ja, ich habe schon bezahlt, aber kann ich irgendwie einen Preiszettel haben oder sowas? Ich habe mir jetzt für heute gerade erst die Haare gewaschen. Aber das wird dann, sobald es geht, natürlich sofort ausprobiert. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich also auch vor ein paar Wochen auf den Zug aufgesprungen und habe Produkte von Pomelo und Co. gekauft. Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe lange Haare. Ja, bei neuem Haarzeug bin ich immer mit dabei. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, eigentlich sollte die Firma ja Kokos und Co. heißen, weil ein Großteil des Inhalts aus Kokosöl besteht. Aber zu den Inhaltsstoffen später mehr. Ich habe mir also über die deutsche Website von Pomelo und Co. ein Set bestellt. Und zwar bestehend aus dem Vanilla Boost Repairing Hair Treatment und dem Vanilla Elixir Hair Serum. Also über die Preise müssen wir überhaupt nicht reden, denn niemand bezahlt den Originalpreis. Auch ich hatte, dank Instagram, so einen Rabattcode und ich habe, glaube ich, für beides zusammen unter 30 Euro bezahlt. Das Ganze wird nämlich nicht bloß auf Instagram gehypt, sondern dort auch ordentlich vermarktet. Also Pomelo und Co. ist für mich so eine richtige, typische Instagram-Marke, die vor allem über Instagram vertrieben wird, aber auch so Instagrammable versucht daherzukommen, wenn man sich allein mal den Instagram-Account anguckt. Ich habe dank Kati einen Rabattcode gehabt und gleich mal als allererstes möchte ich hier ein paar Bilder von Kati einblenden. Denn auch wenn Kati eine der Influencerinnen ist, die auf Instagram in den Stories Werbung für das Produkt gemacht hat und eben Rabattcodes verteilt hat, und sie das auch gemacht hat, indem sie die Anwendung vorgeführt hat und danach gezeigt hat, wie schön ihre Haare waren, wie weich und wie glatt und so. Naja, so ist Kati auch bloß eine normale Person und aktuell sehen ihre Haare halt so aus. Das ist aus einem relativ neuen Vlog von Kati und ich zeige das nicht, um irgendjemanden hier runterzumachen, sondern um klarzustellen, das ist auch viel Marketing. Und es ist viel Show, ja. Also die Leute, die sich hübsch gestylt vor die Kamera setzen, ich zum Beispiel auch heute, ja, Haare frisch gewaschen und alles. Ich kann euch sagen, es ist ein Krampf, gut auszusehen, wenn man von so hellem Licht angestrahlt wird. Ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, glaubt bitte nicht alles, was auf Instagram gezeigt wird. Also die Leute sehen dann zwar für die Stories von vorne so aus, aber von hinten eben privat manchmal auch so. Das heißt, die sind auch nur normal. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr nicht so tolle Ergebnisse durch die angepriesenen Produkte bekommt, denn das Zeug ist halt auch kein Wundermittel, ne? Was es genau ist, wollte ich natürlich für mich selbst rausfinden und habe dann zuallererst das Vanilla Boost Repairing Hair Treatment ausprobiert. Und zwar streng nach Packungsanleitung. Und ich muss sagen, auch wenn ich voreingenommen war und deswegen keine großen Wunder erwartet habe, so war ich doch bereit, mich positiv überraschen zu lassen.
Zuerst soll man das Treatment 10 Minuten vor Anwendung in den Kühlschrank legen, damit es die perfekte Konsistenz erhält. Habe ich gemacht. Ich habe es rausgenommen, dann war die Verpackung nicht mehr weich, sondern so ein bisschen hart. Dann soll man mit viel Liebe eine kleine Menge in deinen Händen verreiben. Massiere die Öle in die trockenen Haarlängen, besonders in die Spitzen. Das haben wir alles gemacht. Und ich musste dazu sagen, mein erster Eindruck von der ganzen Chose war, das ist eine ganz normale Ölkur. Und ja, mir war total klar, warum jetzt alle Leute geflasht von der Wirkung sind, weil die eben wahrscheinlich alle vorher noch nie irgendeine Ölkur in ihrem Leben gemacht haben. Und ich denke auch, dass genau für diese Zielgruppe dieses Produkt gemacht und auch auf diese Leute ist das Produkt ausgerichtet. Nämlich die Menschen, die nicht durchschauen, worum es sich bei dem Produkt eigentlich handelt und dass das von der Sache her nichts Neues oder Revolutionäres ist und vor allem eigentlich gar nichts, was man fertig angerührt für über 25 Euro kaufen müsste. Mein erster Eindruck, nachdem ich das Ganze dann nach einer ziemlich langen Einwirkzeit, ich habe es über Nacht einwirken lassen, ausgewaschen habe, ist, da ich meine Ölkuren immer mit sehr viel Haarkur wieder auswasche, sind meine Haare danach sowieso schön weich. Also, ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. Aber was mir bei meinen Naturwellen wichtig ist, ist, wie der zweite, dritte und vierte Tag nach dem Waschen ist. Und da habe ich keine signifikanten Unterschiede feststellen können. Das heißt, sie waren nicht weniger trocken als sonst. Was mich ja persönlich wütender macht, ist hier dieses Vanilla Elixier Hair Serum, denn es ist nichts anderes als ein alkoholisches, wässriges und somit verdünntes Pendant der Haarkur. Und ich finde, dafür kostet es einfach zu viel Geld und es ist auch nicht wirklich ergiebig. Da sind 30 Milliliter drin und für wessen Haare reichen bitte, um sie weniger trocken aussehen zu lassen, 3 Tropfen? Also für meine Haare reicht es, egal von welchem Produkt, nie 3 Tropfen von irgendwas aufzutragen. Das heißt, gerade die Haartypen, die so eine Art von Leave-in-Spitzenpflege gut gebrauchen könnten, die saugen Produkte regelrecht auf. Das heißt, die bräuchten viel mehr davon. Und dafür ist es einfach viel zu schweineteuer. Und außerdem, ich finde, es riecht noch nicht mal gut. Also, ihr merkt schon, ich basiere meine Kritik nicht bloß aufgrund mangelnder Wirkung in meinen Haaren, bei meinem speziellen Fall. Nein, ich basiere meine Kritik auch immer aufgrund der Inhaltsstoffe. Und das ist das nächste, worüber wir bei dieser Produktreihe dringend sprechen müssen. Also, anfangs, früher, als ich mich noch nicht so gut auskannte und noch nicht so viel recherchiert hatte und so, habe ich immer gedacht, dass Produkte ihren Preis darüber rechtfertigen, dass die Inhaltsstoffe ja irgendwie besonders teuer sind oder schwer zu bekommen oder schwierig zu verarbeiten. Und naja, all die ganzen Sachen, die hier hinten in der Inhaltsstoffliste standen, das war für mich immer so ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich habe gedacht, das wird schon alles so seine Richtigkeit haben, dass das Produkt so teuer ist. Schließlich sind da ja echte Öle drin. Aber ich muss sagen, vor Urzeiten hatte ich mir mal dieses Buch hier gekauft, weil ich mich dafür interessiert habe. Ich würde mir gerne mal einen Lippenbalsam selber zusammenrühren oder so. Und in diesem kleinen Buch für selber Kosmetikrührer stand auch drin, wie man halt solche Produkte herstellt und ein bisschen Rohstoffkunde und wo man sie bezieht. Da habe ich dann auch angefangen, mal in solchen Shops, wo man die Rohstoffe kaufen kann, zu recherchieren, nur um fast vom Glauben abzufallen. Also, als ich gesehen habe, wie viel bzw. wie wenig Rohstoffe eigentlich kosten. Also, ganz, ganz wenige Rohstoffe oder Inhaltsstoffe sind tatsächlich wirklich teuer. Und ihr müsst auch mal daran denken, in Shops, wo ich als Endverbraucher einkaufen kann, da gibt es ja noch nicht mal die Mengenrabatte, die die großen Firmen, die das in großem Stil einkaufen, bekommen. Also wenig von dem, was ein Endprodukt kostet, entsteht tatsächlich durch die Materialkosten. Und so ist es auch hier. Also, wenn wir uns mal anschauen, woraus diese Haarmaske, was nichts anderes ist als eine Ölmischung, besteht, dann sieht man. Kokosöl, Olivenöl, Jojobaöl, Avocadoöl, Mandelöl und ein bisschen
Arganöl. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, das könnte man wahrscheinlich auch gut alleine zu Hause zusammenbasteln. Das würde jeder hinkriegen. Also, spaßeshalber, um das mal zu demonstrieren, bin ich dann auf eine Internetseite gegangen von einem Shop, wo man sich einfach solche Kosmetikrohstoffe selbst zusammenstellen und dann nach Hause liefern lassen kann. Und wenn wir jetzt mal großzügigerweise davon ausgehen, dass in dieser Maske nur 50% aus dem billigen Kokosöl bestehen, können wir mal zusammenrechnen, denn das hier 100 Milliliter sind, wie viel das kosten würde, wenn wir uns das selbst zusammenmischen. Also, Kokosöl ist nicht sehr teuer. Olivenöl kennt jeder, könntet ihr theoretisch aus dem Küchenschrank rausholen, die Flasche. Jojobaöl ist auch nicht wahnsinnig teuer, genauso wie Mandelöl. Arganöl gehört zu den etwas teureren Ölen und Avocadoöl ist so ähnlich. Aber wenn wir jetzt mal die Rechnung hier aufmachen, ich habe das mal aufgeschlüsselt, ganz theoretisch, wie man das zusammenmischen könnte. Naja, ihr seht schon selbst. Das wäre deutlich billiger als der Preis, der hierfür abgerufen wird. Konserviert wird das Ganze mit einer Art Vitamin E, das steht hier hinten auch so drauf, was lustigerweise im Selbstrührershop unter Anti-Ranz vermarktet wird, finde ich super. Also bei diesem Produkt dreht es sich nur darum, dass es Öle davon abhalten soll, schnell ranzig zu werden. Das ist also auch kein großes Wundermittel, was da reingemischt wird. Und dann wäre das Produkt schon fertig. Okay, wenn ihr jetzt also alle ein bisschen ernüchtert seid von dem, was ich gesagt habe und euch denkt, es ist einerseits zu teuer und es funktioniert nicht richtig, wozu dann das Ganze? Dann kann ich euch beruhigen, nein, eine Ölkur ist tatsächlich auch sinnvoll. Zumindest für meinen Haartyp. Ich mache öfter eine Ölkur, allerdings mische ich mir nicht so fancy mehrere Öle zusammen. Ich nehme dafür ganz klassisch einfach nur Kokosöl. Und deswegen lassen wir jetzt nochmal das teure Pomelo und Co-Produkt gegen meine kleine schnöde Flasche Kokosöl antreten. Das kommt eigentlich in so einem großen Glas. Ich habe das nur umgefüllt, als wir in den Urlaub gefahren sind. Das ist jetzt halb flüssig und halb fest. Es ist ganz schön warm hier drin. Ich muss auch sagen, ich schwitze unter meinen Haaren hier. Und die werden jetzt in den Wettstreit treten. Wer wird gewinnen? So, so sehen meine Haare im Urzustand aus. Und so sehe ich aus, wenn ich nicht geschminkt bin. Also ich habe das letzte Mal meine Haare nur mit Shampoo gewaschen und sonst mit nichts. Ich habe sie mit nichts behandelt und das ist meine natürliche Haarstruktur. Die sind wellig, aber die sind deswegen auch frizzig. Also man kann nicht nur eins haben, man bekommt immer beides, die Locken und den Frizz. Und jetzt werde ich mir auf eine Seite das hier reinschmieren und im Direktvergleich dazu dann auf der anderen Seite diese Pomelo und Co. Haarmaske. Das hier ist reines Kokosöl. Das ist jetzt nicht flüssig und nicht fest. Es ist relativ warm draußen. Es erinnert also von der Konsistenz her schon stark an dieses Pomelo-Zeug. Und das mache ich sonst halt immer als Pre-Wash. Und danach werde ich mir genau wie beim letzten Mal das ausspülen mit dieser Haarkur von Garnier, damit es halt vergleichbar ist. Und danach werde ich mir diese aufgeschnittene Spülung noch in die Spitzen machen. Also ich mache das eigentlich immer Haarkur und danach noch Spülung rein, damit wir dann einen Direktvergleich haben. Also los geht's. Warum ich überhaupt so eine Pre-Wash-Kur mit Kokosöl vornehme, kann ich mit einem Wort erklären: Haarschwellung. Das bedeutet, wenn Haare nass werden, dann nehmen sie eine gewisse Menge von Wasser auf. Das bedeutet, das Haarinnere saugt sich mit Wasser voll und schwillt an und als Folge daraus stehen dann die äußeren Schuppen ab. Die können dann diesen Zustand wesentlich leichter brechen und um das zu minimieren, kann man zum Beispiel Kokosöl als so eine Pre-Wash-Kur zur Haarwäsche verwenden.
was dann einfach vor der Haarwäsche effektiver ist, als es sich danach auf die Haare zu klatschen. Natürlich kann man jedes Öl dafür benutzen, da alle Öle einen Film auf den Haaren bilden, der einfach den direkten Wasserkontakt mit der Haaroberfläche mindert. Außerdem ist es auch noch so, dass das Öl die Haare ein bisschen vom Kontakt mit den Tensiden aus den Shampoos schützt und somit kann diese Ölkur einfach vor sehr aggressiver Reinigung schützen. Und da ich meine eh schon trockenen Haarlängen immer versuche, vor dem Kontakt mit Shampoo zu schützen, wasche ich A, meine Haare auch immer nur am Kopf mit Shampoo und B, wasche ich diese Ölkur einfach auch mit Haarkur aus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und warum, aber es funktioniert 1A, es funktioniert auch viel besser, als es irgendwie zu shampoonieren. Und deswegen habe ich das heute auch wieder so gemacht. Also meine Haare sind null ölig danach, es ging beides wieder raus. Fazit ist allerdings auch, sieht irgendjemand einen Unterschied, ja, zwischen der Kokosölseite und der Pomelo- und Koha-Maskenseite? Ich nicht. Also sie fühlen sich auch exakt gleich an. Sie sind natürlich nicht gleich gelockt, weil das sind Naturwellen, ne? Die sind nie gleich. Sie sind genauso frizzig gewesen, die Spitzen sahen genauso aus. Also es gab für mich fühl- und auch sichtbar überhaupt gar keinen Unterschied zwischen diesem teuren Produkt und meinem günstigen Kokosöl. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie viel in dieser Maske tatsächlich eigentlich daraus besteht. Und wenn man sich mal allein den Preisunterschied ansieht und dass es keinen sichtbaren Unterschied gemacht hat, naja, dann stellt sich für mich persönlich nicht mehr die Frage, ob ich das hier nochmal nachkaufe oder doch lieber bei dem hier bleibe. Ein Beweis dafür, dass diese Maske hier wahrscheinlich zu einem Großteil aus Kokosöl besteht, ist für mich der Fakt, dass wenn man sie in den Kühlschrank legt, fest wird. Denn keines der anderen Öle, die sich darin befinden, ist bei Zimmertemperatur fest, außer Kokosöl, was bei unter 25 Grad einfach fest ist. Es sind anscheinend mehr als 25 Grad hier drin, wie man hier dran sehen kann. Das sorgt bei der Maske aber tatsächlich auch für einen der positiven Punkte, finde ich, denn sie hat sich durch die feste Konsistenz einfach besser dosieren und danach auch besser verteilen lassen, als wenn ich mir einfach so eine reine Ölmischung auf die Hand hätte tropfen müssen, wie es ja dann am Ende auch passiert ist. Heute hatte ich sie nicht kalt genug gemacht. Dass die Maske aber eben hauptsächlich wahrscheinlich aus Kokosöl besteht, ist nicht bloß sinnvoll und praktisch und gut für den Konsumenten, sondern meiner Ansicht nach auch ein kluger Marketing-Schachzug. Denn dadurch, dass die Maske beim in den Kühlschrank legen einfach fest wird, gibt es beim Kunden nicht bloß so die Assoziation von, oh cool, das ist so ein bisschen where the magic happens, ja, so eine fancy Transformer-Maske. Nein, es erweckt eben auch im Kunden, der sich nicht mit so Ölen auskennt, die Assoziation, dass es sich dabei wirklich um eine Maske handelt, um eine Haarkur und nicht einfach bloß um eine reine Ölmischung. Denn bei den meisten Konsumenten ist die Vorstellung, sich einfach bloß reines Öl in die Haare zu kippen, eher so, nein, das will ich nicht, das ist ja unangenehm, das lässt meine Haare schmierig aussehen und das ist so unpraktisch. Aber so, in der Kombination kann das Ganze als Haarkur verkauft werden, obwohl es faktisch ja doch nichts anderes ist als eine reine Ölmischung. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass das ein positiver Aspekt an dem ganzen Produkt ist, denn so können sich auch mal Menschen an das ganze Thema Ölkur rantasten, die bisher sonst keine Berührung damit hatten oder die es sonst wahrscheinlich auch nie ausprobiert hätten. Bedenkt bloß bitte eins. Also, es geht definitiv auch günstiger, sich eine Ölkur zu machen, als dieses Produkt hier zu kaufen. Und es geht vielleicht auch umweltschonender. Also, ich habe jetzt mal persönlich drüber nachgedacht, vielleicht vom Kokosöl zu wechseln, weil die Klimabilanz von Kokosöl ist wahrscheinlich nicht so gut. Alleine, wenn ich daran denke, dass Kokosnüsse einfach nicht bei uns in Deutschland wachsen. Ich muss auch sagen, ich benutze Kokosöl tatsächlich nur für die Haarpflege. Nicht zum Kochen. Zum Kochen und Backen benutzen wir Raps- und Olivenöl, weil mir da das Fettsäurespektrum besser gefällt, also für die innerliche Anwendung. Und wenn man sich darüber mal informieren will, dann finde ich, ist Olio Natura eine super Anlaufstelle. Da kann man sich einfach mal die ganzen Öle angucken. Ich habe von so anderen Langhaaris gehört, dass Brokkolisamenöl auch toll sein soll. Ich muss aber zugeben, dass ich mir auch schon klassisches Babyöl in die Haare gemacht habe, was zumeist zu einem Großteil aus Sonnenblumenöl besteht.
Bitte denkt bloß noch an eins, wenn ihr versucht, das Öl aus euren Haaren wieder auszuwaschen. Bitte schamponiert es nicht. Also, da wird mir schon ganz anders, wenn ich lese, dass Leute dann extra die Haare zweimal schamponieren, um das Öl wieder loszuwerden. Nicht bloß, dass das nicht so gut funktioniert, weil das lässt sich meist nicht so gut auswaschen. Aber versucht mal den Trick mit der Haarkur. Ja, bei mir klappt das wirklich 1A und naja, ich habe sowas wie eine doppelte Pflegewirkung, rede ich mir mal ein. Denn der Grundgedanke hinter diesem ganzen Haaröl und Pomelo und Co-Hype ist doch der, dass wir unsere Haare schützen wollen. Damit sie noch lange so schön aussehen. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Bye! Wie es weitergeht. Man so nicht zeigen. Nein, ich brauche erstmal das und das da, das Schmierige. Ach so, wir haben die gar nicht im Kühlschrank gemacht. Es ist alles egal. Warte mal, warte. Da Kokos, da Pomelo, ne? Genau. Nimm deine Nase da weg. Das ist halt verdammt flüssig jetzt. Jetzt mal. Es ist fest heute. Plötzlich. Draußen. Gib's mir. Du musst jetzt quetschen. Nein, einfach quetschen. Wir haben nicht so viel Speicherplatz. Mach jetzt hin. Oh, warte, ich muss das hier verdecken. Keine Toiletten im Hintergrund. Mehr? Ja, bitte. Das hast du jetzt nicht gerade gegessen. Gönn mir ja sonst nichts. Kein Schweineschmalz. Dafür dann heute mal so einen richtig schönen trockenen Kokosöl, den ich von der nicht sehr sauberen Badablage abgeleckt habe. Das kommt in die Outtakes. Okay, du musst da mal, glaube ich, auf Pause, also so auf Stopp drücken, weil ich kann nicht. Ich habe schmierige Finger.